Die Riedbahn ist eine 75 Kilometer lange Bahnstrecke, die Frankfurt am Main mit Mannheim verbindet. Sie gehört zu einer der meist ausgelasteten und wichtigsten Strecken im deutschen Fernverkehr. Bis auf einzelne Abschnitte ist sie komplett mit 200 km/h befahrbar. Eröffnet wurde die Strecke ursprünglich 1869 von Darmstadt nach Worms. In den folgenden 10 Jahren kamen Zweigstrecken nach Frankfurt und Mannheim hinzu, die dann über die Jahrzehnte sehr bedeutend wurden. Nachdem dann in den 1970er Jahren der Abschnitt Darmstadt-Gordelau sogar stillgelegt wurde, entwickelte sich die Strecke Frankfurt-Mannheim zur eigentlichen Riedbahn, die auch heute durchgehend kilometriert ist. Auf dieser Strecke verkehren wie angesprochen zahlreiche Fernzüge, in der Regel mindestens 3 pro Stunde und Richtung. Ein Zug kommt immer aus Nordrhein-Westfalen. In der einen Stunde ist er auf der Relation Dortmund-München, in der anderen auf der Relation Köln-Basel unterwegs. Letztere verkehrt ausschließlich mit ICE-3-Triebwagen, erstere verkehrt mit einer Mischung aus ICE-3, 4 und Velaro-Zügen. All diese Züge halten neben dem Mannheimer Hauptbahnhof nur am Frankfurter Flughafen. Immer kurz hinter bzw. in die andere Richtung kurz vor diesen Kölner ICEs ist immer ein Berliner ICE. In der einen Stunde, in der der ICE Dortmund-München fährt, ist es einer der Linie Berlin-Basel über Braunschweig. In der Stunde, in der ICE Köln-Basel verkehrt, ist es hingegen ein ICE der Linie Berlin-München über Leipzig. Diese beiden Linien verkehren mit ICE 1 und 4 Triebwagen. Mittels eines Umsteigeknotens in Mannheim werden alle Verbindungen zwischen Köln, Berlin, Basel und München stündlich mittels Umstieg angeboten. Pro Stunde kommt aber zudem noch ein ICE von und nach Hamburg hinzu. In der einen Stunde fährt er von Hamburg nach Zürich, in der anderen von Hamburg nach Stuttgart. Diese Stuttgarter Züge machen immer einen zusätzlichen Abstecher zum Frankfurter Flughafen. Auch auf diesen beiden Linien sind im Misch ICE 1 und 4 Triebwagen unterwegs. Hinzu kommen über den Tag verteilt 7 Fernzüge von Frankfurt nach Frankreich, die allerdings in keinem festen Takt verkehren. Es handelt sich um insgesamt 4 Züge über Saarbrücken nach Paris, 2 über Straßburg nach Paris und einen nach Marseille. Auf allen 3 Relationen verkehrt je ein Zugpaar als französischer TGV, die anderen verkehren mit ICE-Velaro-Zügen der Deutschen Bahn. Hinzu kommen natürlich wie immer noch etliche Verstärker und Abweichungen, auf die hier jetzt aber nicht weiter eingegangen wird. Stattdessen werfen wir jetzt einen Blick auf die Züge des Regionalverkehrs. Die gesamte Strecke wird vom RE70 Frankfurt-Mannheim befahren, der zwischen Riedstadt-Gordelau und Biblis überall hält und im Stundentakt verkehrt. Auf ihm kommen Twindex-Doppelstock-Triebwagen der Baureihe 446 zum Einsatz, in den allermeisten Fällen in Einfachtraktion, im Berufsverkehr vereinzelt in Doppeltraktion. Zu diesem Stundentakt hinzu kommt zwischen Biblis und Mannheim die stündliche RB2, die 4 Halte mehr bedient und den RE70 grob zum Halbstundentakt verstärkt. Im Berufsverkehr wird die Linie häufig über Mannheim hinaus nach Karlsruhe verlängert. Hier kommen in der Regel noch unmodernisierte 425er zum Einsatz, bis auf wenige Ausnahmen in Einfachtraktion. In den kommenden Jahren soll diese Linie Teil des Netzes der S-Bahn Rhein-Neckar werden. Bereits heute von einer S-Bahn-Linie befahren, wird der Abschnitt zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und Riedstadt-Gordelau, auf dem die S7 der S-Bahn Rhein-Main im Halbstundentakt verkehrt. Von den beiden Zügen pro Stunde ist planmäßig immer einer ohne und einer mit mindestens einer, häufig sogar mehreren Überholungen unterwegs. Zum Einsatz kommen hier Triebwagen der Baureihe 430 in Einfach- oder Doppeltraktion. Ab Mitte oder Ende 2020 werden hier dann modernisierte 425er den Betrieb übernehmen, um mehr 430er für andere Linien im S-Bahn-Netz freizumachen. Wie anfangs angesprochen, ebenfalls Teil der Riedbahn, ist der Abschnitt Biblis-Worms, auf dem die stündliche RB62 verkehrt, die trotz der Elektrifizierung der Strecke mit Dieseltriebwagen der Baureihe 6, 22 oder 23 unterwegs ist. Außerdem verkehren auf dem Streckenabschnitt von Groß-Gerau-Dornbeck bis Biblis meist 1 bis 3 Güterzüge pro Stunde,
Auf den Abschnitten Frankfurt-Cusgera-Dornberg, Biblis-Mannheim und Biblis-Worms sind es etwas weniger. Wie immer sind natürlich auch hier die verschiedensten Loks, Wagen und Betreiber zu beobachten. Insgesamt ergibt sich so ein recht dichtes Zugaufkommen zwischen Fernregional- und Güterzügen, weshalb zur Entlastung der Riedbahn eine Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim geplant ist. Wann genau diese dann letztendlich auch gebaut und fertiggestellt wird, kann man aber aktuell leider noch nicht sagen. Über die Riedbahn gibt es auch etliche ausführliche Dokumentationen, die ich euch alle in der Videobeschreibung verlinkt habe. Und damit bedanke ich mich dann auch fürs Zuschauen bei diesem Video. Tschüss und bis zum nächsten Mal.